Moin Leute, nun ist es endlich soweit. Ja, was ist soweit? Mein neuer PC bekommt eine neue Grafikkarte. Ja, es ist kein AMD-Modell geworden und dementsprechend ist es auch keine neue Vega-Grafikkarte von AMD geworden, da die ja noch gar nicht veröffentlicht wurden. Als ich erfahren habe, dass AMD Vega sozusagen nur Schnee von gestern ist, weil Vega auf Vivi basiert, hat sich das sowieso dann schon erledigt für mich. Ja. Ich dachte eigentlich, dass Vega eine neue Architektur wäre, aber dem ist anscheinend leider nicht so. Ja, deshalb ist es jetzt eine Nvidia-Grafikkarte geworden. Es ist aber keine GeForce GTX 1050 Ti geworden, auch keine GTX 1060 mit 3 GB, auch keine GTX 1060 mit 6 GB. Es ist auch keine GTX 1070 geworden, sondern, und jetzt haltet euch fest, die ist es geworden. Es ist eine Zotac GeForce GTX 1080. Der AMP Edition. Nicht schlecht. Ich hätte mir natürlich eine GeForce GTX 1070 kaufen können, aber dann hätte ich es im Nachhinein bereut, wenn ich keine GeForce GTX 1080 gekauft hätte. Deshalb habe ich die 50 Euro Aufpreis dann auch noch mitgenommen. Für diese Karte hier dann. Die hat nämlich hier 8 GB GDDR5X Grafikspeicher. Die hat eine Kühlung, die im Leerlauf die Lüfter anhält. Also Freeze Tech. Und ich meine, die kann bis zu 230 Watt aus dem Netzteil ziehen. Das ist bei meinem Exemplar kein Problem. Da habe ich ein Corsair CS650M verbaut mit bis zu 650 Watt und 80 plus Gold-Zertifizierung. Ich zeige euch auch noch mal gleich kurz meinen PC, in der ich diese Grafikkarte hier einbauen möchte. Wie man das sieht, sie unterstützt hier DirectX 12 bereits und ist natürlich auch für VR-Headsets geeignet. Nochmal die Seiten hier anschauen. Ja, eine schöne Grafikkarte. Die war übrigens gerade reduziert gewesen, deshalb habe ich zugeschlagen. Standardmäßig hat sie, glaube ich, 533 Euro gekostet und jetzt war sie runtergesetzt worden auf 500 Euro. Deshalb habe ich dann, eigentlich wollte ich noch warten, bis diese eine KFA2 Grafikkarte auf 470 Euro gefallen ist. Aber dann habe ich die gesehen und die hat hier auch eine bessere Ausstattung. 230 Watt Power Limit. Die andere hat hier nur 180 Watt und ja, die ist auch nicht schlecht. Also, ich würde mal sagen, ich packe sie gleich mal aus und dann gucken wir mal eben, wie sie aussieht und so weiter, was hier im Karton mit drin ist. Ja, mal gucken. Hier sieht man noch mal ein paar Eigenschaften hier der Karte, aber das zeige ich dann gleich noch mal alles hier am Modell selbst. Das hier ist übrigens meine bisherige Grafikkarte gewesen, eine Palette GeForce GTX 750 Ti Storm XOC mit lediglich 2 GB eigenem Grafikspeicher vom Typ GDDR5. Ja, das sind natürlich Welten zwischen der Grafikkarte und der Grafikkarte. Hier sind nochmal die Anschlüsse hier. Ja. Und wenn ich hier nochmal die Verpackung zeige, also das ist die Verpackung hier der GeForce GTX 750 Ti. Tja, dann ist das natürlich schon ein Unterschied, ne? So. Ja. Ja, die hat mich schon ziemlich lange hier begleitet.
verkaufen werde ich sie nicht, sondern die werde ich behalten und wahrscheinlich dann in meinen Office-PC einbauen. Dann habe ich sozusagen einen Zweit-Spiele-PC. So. Ja, die Grafikkarte ist hier original verpackt noch. Das möchte ich mit euch ja vor der Kamera aufmachen. Mal das Messer holen. So. So. Gut. Eine 1080 Ti Grafikkarte wäre mir natürlich erheblich zu teuer gewesen. Mit über 700 Euro. Das wollte ich dafür nicht ausgeben. Ja, jetzt brauche ich an für sich noch einen neuen Monitor mit einer hohen Auflösung. Aber erstmal abwarten. Ich muss jetzt wieder sparen. So, kommst du da raus? Ja, geht so langsam. Ich habe mir aber gedacht, die Entwicklung der PC-Hardware neigt sich ja langsam dem Ende zu. Ich glaube nicht, dass man Strukturbreiten unter einen Nanometer realisieren kann, weil die durchschnittliche Größe eines Atoms liegt bei etwa, man sagt so 100 Pikometer, also 0,1 Nanometer, so in der Größenordnung. Ja, und man kann ja schlecht Leiterbahnen von der Dicke unterhalb eines Atoms realisieren. Ja, man braucht also schon eine gewisse Breite von Atom, damit der Strom noch zuverlässig fließen kann, sodass ich nicht glaube, dass man dann Strukturen unterhalb eines Nanometers dann irgendwann hinbekommt. Ja, dann muss man sich was anderes ausdenken. Dann könnten die Computerchips tatsächlich wieder größer werden. Und langfristig kommt dann wieder was anderes. Naja, jedenfalls, da passiert jetzt nicht mehr so viel bei PC-Hardware. Deshalb greife ich jetzt mal tiefer an die Tasche und gönne mir ein richtig geiles System, damit ich dann auch lange was davon habe. So. Ja, ich mache die Verpackung hier auf. Die Seite war schon richtig. Ja, die Grafikkarte habe ich übrigens neu gekauft, wer das noch nicht mitbekommen sollte. Gebraucht habe ich eine 1080 für 450 Euro gesehen. Ja, da weiß man aber auch nicht, was man dann bekommt für eine Grafikkarte. Ich glaube, es gab mal Modelle von EVGA, die überhitzten, weil die Kühlkonstruktion zu schwach war. Ich glaube, dass man Grafikkarten von EVGA, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, aber da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Aber gut, die Grafikkarte, denke ich mal, sollte, wenn man sie nicht übertaktet, problemlos ihre Abwärme abführen können. So, hier ist so ein Umschlag drin. Mal gucken, was da Nettes drin ist. Hm. Da sind mehrere Sachen, glaube ich, drin. Ja. Irgendwie klebt das hier drin ein bisschen. So. Ja, jetzt. Gut, da ist jetzt nichts mehr drin. Ja, einmal ist hier natürlich die Treiber-CD, die aus obligatorischen Gründen mit dabei ist. Da findet man auch noch die Anleitung und wahrscheinlich die Software für die Konfiguration der Grafikkartenbeleuchtung. Ja, dieses Exemplar, obwohl ich das eigentlich nicht brauche, hat auch eine Beleuchtung. Es gibt eigentlich kaum noch Grafikkarten ohne Beleuchtungseffekte. Naja, ich empfehle aber, sich immer die aktuellsten Treiber von der Nvidia- bzw. AMD-Webseite herunterzuladen, damit man auch die beste Performance dann bekommt. Hier ist noch der Quick Installation Guide mit dabei.
Mal gucken. Ja, in verschiedenen Sprachen auch. Ah ja, hier ist nochmal so ein Anschlussbild zu sehen, wo man was anschließen kann an Bildschirm. Ja. Ja, und dann ist die Grafikkarte hier sehr gut gepolstert. Da ist sie drin. Ich würde mal sagen, die lasse ich nochmal kurz drin. Okay, hier ist auch noch irgendwas frei, wo aber nichts drin ist. So. Hier sind Adapter von 4x PCI Express 6 Pol auf 2x PCI Express 8 Pol. Da brauche ich mir aber keine Sorgen machen. Mein Corsair CS650M Netzteil mit 80 plus Gold Zertifizierung hat genügend 8-polige PCI Express Stromanschlüsse. Deshalb habe ich mir ja auch gleich das Corsair CS650M mit 650 Watt gekauft, damit ich solche Grafikkarten hier problemlos nutzen kann. So, das waren aber hier die Adapter und ich glaube, dann ist hier nur noch die Grafikkarte drin, neben diesem Schaumstoffpolster. Ja, wie man sieht, ich bin geerdet, damit ich die Sachen hier nicht kaputt mache. Oh, die wiegt auch schon. Ich gucke noch mal kurz, aber hier ist nichts mehr drin. Okay. Ah, eine schöne Polsterung. Gefällt mir. So. Da ist die Grafikkarte. Gucken wir gleich mal. So. Ja, die wiegt auch ordentlich schon mal. Also, ah, die ist auch schon mal ziemlich schwer. Diese ESD-Tüte ist hier auch gepolstert. Und ich würde mal sagen, ich rede nicht so viel, sondern hole die Grafikkarte jetzt mal hier aus ihrer Tüte raus. Da ist das gute Stück. Ehrlich gesagt habe ich mir die nicht so groß vorgestellt. Auch die Verpackung habe ich mir nicht so groß vorgestellt. Da war ich doch ziemlich überrascht, wie ich die bekommen habe. Ja, so sieht's aus, ne? Ich bin gleich in den Folgen gegangen und habe mir die 1080 gegönnt. Die Länge ist eine gute Frage. Aber mein Gehäuse lässt Grafikkarten mit einer Maximallänge von 315 mm zu. Also 31,5 cm. Da habe ich mir dann entsprechend keine Sorgen gemacht. Ja, ich muss die Grafikkarte hier vorsichtig festhalten. Ja, hier auf der Rückseite hat sie auch eine nette Backplate. Ganz nett. Ich weiß aber gerade nicht, wofür dieser Powerboost-Chip hier da sein soll. Muss ich gestehen. Da muss ich passen. Und stehen hier noch ein paar Angaben drauf von irgendwas mit 600, womit ich gerade auch nichts anfangen kann. Ja. Hier ist nochmal so ein Aufkleber drauf. Ne? Ja. Das hier ist meine erste High-End-Grafikkarte. Ja gut, ich hatte vorher schon welche gehabt, allerdings ältere. Zum Beispiel eine ATI Radeon 9800 Pro von 2003. Die habe ich mir gebraucht gekauft. Sowie eine 3DFX Voodoo 5500 von 2000 für 120 Euro. War noch relativ günstig. Und das wäre es dann eigentlich auch schon. Ja, okay, da gibt es noch eine ATI Radeon 9800 XL von Medion. Die produziert aber Grafikfehler. So. Da sind die beiden 8-poligen Stromanschlüsse. Muss man das entsprechende Kabel vom Netzteil anschließen. So, den hier muss man noch abmachen. Die Grafikkartenbelüftung hier, die stoppt tatsächlich dann, wenn sich das Ganze hier im Leerlauf befindet. Das ist ganz nett, weil dann produziert die Grafikkarte ja auch eigentlich keine Geräusche. Höchstens Spulenfiepen, aber das dürfte erst in höherstelligen FPS-Zahlen der Fall sein. Also ist die Grafikkarte im Leerlauf schon mal komplett geräuschlos und das ist doch mal ganz nett, weil
Bei dieser Grafikkarte hier, die ich vorher hatte, da ist das nämlich nicht der Fall. Da dreht der Lüfter hier dauerhaft, also so herum. Und die Grafikkarte ist doch die lauteste Komponente in meinem System gewesen. Deshalb freue ich mich ja auch umso mehr noch auf diese Grafikkarte. Und natürlich auf ihre brachiale Leistung. Ne? Ich habe euch übrigens noch nicht die Videoanschlüsse hier gezeigt. Einmal DVI, den ich dringend brauche für meinen, ja, betagteren Monitor mit 16:10 Format und 1440x900 Bildpunkten. Das ist natürlich nicht so optimal. Also für diese Auflösung hier hätte man nicht diese Grafikkarte hier gebraucht. Aber ich möchte sowieso gerne einen neuen Monitor haben, was Größeres vor allem. Und dann nehme ich doch gleich was mit einer höheren Auflösung. Vielleicht eine WQHD-Auflösung von 2560x1440 Bildpunkten müsste das sein. 4K ist mir persönlich noch zu teuer. Für 4K müsste man vielleicht dann schon zur 1080 Ti greifen. Naja gut, mit der ist auch 4K-bedingt spielbar. Ne? Neben einem DVI-D-Anschluss hat sie hier auch zweimal Standard DisplayPort sowie dreimal Standard DisplayPort und einmal Standard HDMI. So. Ja, das ist hier eine aufwendige Konstruktion, hier von der Kühlung her mit Heatpipes, wie man das sehen kann. Ja, da muss natürlich hier Wärme abgeführt werden. Und das Gute ist, das ist eine Dual-Slot-Grafikkarte. Also habe ich dann den PCI Express X1 Steckplatz, der dann an dritter Position unter dem Grafikkartensteckplatz sich befindet, noch frei für Erweiterungskarten. So, ich habe meinen PC jetzt mal hier auf den Boden gelegt. Die Basis ist ein AMD Ryzen R7 1700 Prozessor, den ich auf 3,7 GHz übertaktet habe. Die Schaltzentrale ist das ASRock X370 Gaming K4 Mainboard aus ASRocks Fatal 1TY Gaming Serie. Das hat 170 Euro gekostet. Das Mainboard ist ein Standard ATX Mainboard mit X370er Promontory Controller. Es gibt ja auch die günstigeren B350er Mainboards. Allerdings würde ich die jetzt nicht für einen 8-Kern AMD Ryzen empfehlen. Das Problem ist nämlich die Kühlung meistens. Bei diesem Mainboard hier, da gibt es insgesamt 10 Phasen für die Prozessorspannungsversorgung. Und meistens werden die Spannungswandler auch nicht über 80 Grad warm. Das ist dann schon eine höherwertigere Kühlkonstruktion hier. Diesen AMD Royce Spire Kühler, wo ich dieses LED-Kabel nochmal anschließen möchte, den werde ich auf jeden Fall noch irgendwann in Zukunft gegen einen deutlich besseren Kühler austauschen. Ich habe da den Skite Mugen 5 in der PCGH Edition im Visier, weil das der beste Kühler ist, der noch in mein Thermaltake Versa H21 Gehäuse passen wird, welches die CPU-Kühlerhöhe nämlich auf 155 mm limitiert. Dementsprechend passt zum Beispiel Noctua's NHD15 auch nicht mehr mit über 160 mm hier ins Gehäuse, ohne dass ich den Deckel schließen kann. Das ist dann nicht mehr möglich. Ja, die PCGH Edition des Skite Mugen 5 ist übrigens noch etwas besser natürlich als die Standardversion. Und zwar ist sie auch nochmal deutlich leiser geworden. Die Standardversion ist ja schon mit unter einem Sound sehr leise. Aber die PCGH Edition ist unter Volllast maximal 0,3 Sound laut, also extrem leise.
und hat eine ziemlich gute Kühlleistung. Ja, dank zwei Lüfter nämlich gleich. So, hier ist das besagte Corsair CR650M-Netzteil mit dem Lüfter nach unten hin gerichtet, damit das Netzteil seinen eigenen Kühlkreislauf hat. Da ist noch eine Capture-Karte drin, mit der ich gerne andere Computer, deren Bildschirm aufnehme. Ja, und da ist der Grafikkarten-Slot dieses ASRock X370 Gaming K4 Mainboards. Hier habe ich meine beiden je 1 Terabyte großen Seagate Festplatten, die ich im Software RAID 0 laufen habe. Somit werden die parallel betrieben und man erhält viel höhere Datenraten, als wenn man nur eine Festplatte verwendet. Und man hat auch die doppelte Kapazität im Vergleich zu einer Festplatte, nämlich 2 Terabyte dann insgesamt. Also die Kapazität geht dann auch nicht verloren. Also die Speicherkapazität. Hier ist unscheinbar noch meine Samsung SSD 850 EVO mit ihren 250 GB Kapazität bzw. Speicherplatz verbaut an einem echten SATA 6 Gigabit Anschluss. Ja, da sind meine Corsair Speicherriegel mit je 8 GB insgesamt, also 16 GB. Und da habe ich den Tipp bekommen, dass ich die mal in die anderen beiden RAM-Slots stecken soll, also A1 und B1. Das mache ich jetzt auch mal. Das sind jetzt insgesamt hier 16 GB RAM. Sollte man auch schon haben heutzutage für Computerspiele und so. So, jetzt sind die umgesteckt. Und mal gucken, ob ich dann die 2933 MHz anpeilen kann. Weil momentan laufen die nicht mit mehr als 2400 MHz effektiv. Ja, dann baue ich jetzt die Grafikkarte in einem separaten Video ein. Und dann mal gucken, ne?